Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video heute mal wieder. Und zwar wollen wir uns die neuen Möglichkeiten angucken, die ihr jetzt habt, wenn ihr in die Informatik einsteigen wollt. Und zwar, bislang gab es ja immer die Möglichkeit, ihr macht eine Ausbildung oder ihr macht ein Studium. Die beiden Möglichkeiten gibt es immer noch. Den meisten ist vielleicht ein Studium zu theoretisch, das heißt, die gehen eher in die Ausbildung. Das bleibt euch überlassen. Viele entscheiden sich auch für das Studium, das sehen wir an den Zahlen, ja. Aber heute soll es um den Ausbildungsbereich gehen. Und zwar hat man da jetzt tatsächlich neue Möglichkeiten zur Verfügung, die ich euch nicht aus, irgendwie vorenthalten möchte. Und ja, ich möchte die mal ganz kurz vorstellen. Also bislang, die beiden kennt ihr schon, bislang gab es den Fachinformatiker für Systemintegration und den Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ist der klassische Programmierer, der codet danach halt einfach Stuff, ja. Während der Fachinformatiker für Systemintegration, das ist der Informatiker, der Admin ist, also der Server-Admin, der euch eine Webseite aufsetzt und so weiter und so fort, okay? So, die beiden gibt es weiterhin, da ändert sich nicht wirklich dran was, aber jetzt gibt es zwei neue. Das heißt, ihr habt quasi wirklich zwei neue Berufe, aus denen ihr wählen könnt. Also die beiden sind ja schon sehr verschieden, ob ihr jetzt Programmierer seid oder Server-Admin. Server-Admins können teilweise nicht mehr unbedingt programmieren, das ist schon ziemlich krass. Zumindest nur ein bisschen, wenn dann. Und Programmierer können halt richtig geil programmieren, aber haben meistens kein oder weniger Ahnung von wirklich Server-Administration. Und jetzt kommt tatsächlich zwei komplett neue Fachrichtungen zusammen, und zwar Daten- und Prozessanalyse, das ist der eine neue Fachbereich, und digitale Vernetzung. Das heißt, es gibt jetzt vier Geschmacksrichtungen von Fachinformatiker. Und Daten- und Prozessanalyse, naja, das ist im Endeffekt wirklich der Mensch, der sich mit Daten die ganze Zeit auseinandersetzt. Das heißt, der analysiert Daten, die das Unternehmen irgendwie gesammelt hat. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr arbeitet bei einem Unternehmen wie einem Autounternehmen, okay? Und ihr seht jetzt irgendwie eine Möglichkeit, einen Prozess zu verbessern. Wie zum Beispiel, hey, wir haben hier einen Haufen Bilder von Schweißnähten, ja? Und diese Schweißnähte sind entweder okay oder sie sind nicht okay. Die Kameras sind eh schon da, da muss man nicht wirklich was machen. Wir schreiben jetzt eine künstliche Intelligenz, um zu erkennen, ob diese Dinger gut sind oder nicht. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Aufgabenbereich vom Fachinformatiker für Datenprozessanalyse. Ob die KI dann wirklich selber reinzählt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber das zu analysieren, dass man da was machen könnte mit diesen Daten, das wäre eben jetzt die Aufgabe vom Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Der Fachinformatiker für digitale Vernetzung ist, wie der Name schon sagt, für digitale Vernetzung zuständig. Das heißt, der ist noch eine Schicht tiefer am Netzwerk dran als der Fachinformatiker für Systemintegration. Das heißt, der ist tatsächlich dafür da, um Sachen zu vernetzen. Also sagen wir mal, ihr habt mehrere Server und die müssen alle in einem VPN-Netzwerk miteinander laufen. Man soll gar nicht merken, dass das mehrere Server sind, sondern dieser Cluster soll quasi ein Klumpen sein und dieser Klumpen soll quasi als eins fungieren. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mehrere Cluster auf einmal updaten und es fällt immer nur ein kleiner Teil aus und man merkt das eigentlich gar nicht im System. Solche Sachen macht dann der Fachinformatiker für digitale Vernetzung. Das heißt, der muss aber auch dafür sorgen, dass Daten nicht unerlaubt zugegriffen werden. Das heißt, der ist auch ein bisschen für Security verantwortlich dann auch und tatsächlich auch Systemausfälle zu vermeiden. Das heißt, irgendwie zu vermeiden, dass ihr eine Downtime habt oder sowas. All das ist Aufgabe des Fachinformatikers für digitale Vernetzung. Und ja, das ist eigentlich schon eine relativ krasse Neuerung, muss ich sagen. Also die beiden sind komplett neu dazugekommen. Es gibt allerdings noch weitere Fach- oder Informatiker-Ausbildungen, die ich euch auch noch kurz zeigen möchte. Die fallen nämlich meistens so ein kleines bisschen unter den Tisch. Und zwar haben wir einmal hier den IT-Systemkaufmann. Ja, das ist eher sagen wir mal, im Management-Teil. Das heißt, da ist noch ordentlich BWL dabei. Der nennt sich auch, also der hat früher IT-System-Kaufmann gehießen, jetzt heißt er Kaufmann für IT-System-Management. Okay? Aber also da sieht man auch schon, dass es wirklich was mit Management zu tun hat. Und der Informatiker-Kaufmann, beziehungsweise Informatik-Kaufmann, man darf ja nicht Informatiker sagen, könnte ja auch Informatikerinnen sein, ne? Der Informatikkaufmann, der heißt ab sofort Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, aber es ändert sich eigentlich auch nicht wirklich was dabei. Also habt ihr im Endeffekt jetzt sechs
Berufe, die im Endeffekt was mit Informatik zu tun haben, plus das Studium, plus eventuell sogar Elektroniker oder Elektriker, wobei Elektroniker dann eher, der IT-System-Elektroniker, den gibt es ja immer noch, der ist auch noch da und dann könnt ihr natürlich auch noch Elektrotechnik studieren, also quasi alles, was da dabei ist. Also ihr seht, Informatik ist ein Riesenbereich, ihr habt sehr, sehr viele Möglichkeiten, da reinzukommen und ja, also ihr könnt wirklich frei zusammenstückeln quasi, was euch jetzt interessiert. Im Endeffekt sind das eigentlich die meisten oder die wichtigsten Neuerungen und ich glaube, damit könnt ihr schon ordentlich was anfangen. Also je nachdem, was quasi euer Interessensgebiet ist, das muss man natürlich erstmal für sich rausfinden. Meins ist zum Beispiel nicht, wenn ich direkt an der Hardware bin. Ich mache das eigentlich nur, wenn ich muss. Manchmal bleibt mir nichts anderes übrig, aber meistens bin ich eigentlich ganz gerne relativ tief in der Software drin, aber weniger in der Hardware. Merkt ihr vielleicht auch an meinen Videos. Ja. Und genau, in diesem Fall war es das eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mehr Informationen geben. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Sagt mir gerne, wie euch das Format so gefällt, beziehungsweise wie ihr es auch findet, dass ich jetzt hier mit Facecam das Ganze mache. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.